Holzsohlen für die Schuhindustrie produziert dieses polnische Familienunternehmen in Masuren. Exportiert wird nach Deutschland und nach Skandinavien. Im benachbarten Kaliningrad plante Familienoberhaupt Andrzej Sawilski eine neue Fabrik. Dort sind die Löhne noch niedrig und das Holz billiger. Doch die russischen Behörden machten ihm schnell klar, polnische Unternehmer sind nicht erwünscht. Naja, die russischen Behörden waren dagegen, dass ich dort investiere. Die normalen Leute waren alle sehr nett zu mir, nur die Behörden spielten nicht mit. Und das, obwohl ein kleiner Grenzverkehr die Grenzübertritte zwischen Masuren und Kaliningrad extrem erleichtert. Polen wie Russen brauchen lediglich dieses Dauervisum. Doch statt die Investitionen anzuschieben, blüht der Handel in der visumfreien Zone. Seitdem der Wert des Rubel fällt und die Preise steigen, kommen immer mehr Russen aus Kaliningrad in die polnischen Supermärkte. Begehrt ist alles, was es in Russland nicht mehr so richtig gibt, wie Milch- und Wurstwaren. Hier wollen alle hinfahren, weil es mehr Auswahl gibt. Es ist billiger. Ich habe mir heute Schuhe gekauft. Die politischen Spannungen zwischen der EU und Russland drücken auf die Stimmung. Die Strände und Ausflugslokale in der Region bleiben leer. Russen haben keine Lust mehr auf Sightseeing und Restaurantbesuche. Auch nicht wie bisher außerhalb der Saison. In diesem Restaurant sind die Umsätze um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Der Trend geht dahin, dass keine russischen Besucher mehr kommen. Die letzten russischen Kunden, die hier waren, kann ich an einer Hand abzählen. Bislang profitierte auch die Porsche-Niederlassung von den zahlungskräftigen russischen Kunden aus Kaliningrad. Früher kamen jeden Tag mindestens 5. So viele kommen heute nicht einmal in einer Woche. Trotzdem, die Geschäftsleitung möchte den Standort halten. Wir halten uns aus der Politik heraus und konzentrieren uns auf unseren Job. Zurück zum Schuhhersteller. Familienunternehmer Sawilski will in Kaliningrad noch einmal versuchen, eine eigene Produktion zu starten. Doch bis dahin braucht es wohl noch sehr viel Geduld.